Ich fand noch die traumatisierendste Geschichte, war die zum 1. April von deinem Vater initiiert. Aber da fällt Mireille Mathieu endgültig vom Stuhl, wenn ich das erzähle. Es ist so, nein, also mein Vater hat mir mal am 1. April erzählt, dass heute Tag der Solidarität mit Afrika wäre. Und weil alle, ich war so in der 4. Klasse, 3. Klasse, und weil die Kinder aus Afrika ja keine Kleidung besäßen, würden die deutschen Kinder heute auch nur in Unterwäsche zur Schule gehen. Und er hat das, glaube ich, gar nicht so ernst gemeint. Und ich bin dann aber, habe mir wirklich in meiner Pumuckl-Unterhose einfach wie so eine lebende Bockwurst meinen Tornister übergeworfen und bin zur Schule geschnappt und stand dann da auf dem Grundschulhof meiner Grundschule. Meine Mutter wurde nicht, alles gut, wir reden noch miteinander. Nur über Altwälder, aber nein, ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm. Und meine Mutter stand wirklich am Fenster auf diesem Grundschulhof, weil die war ja da Lehrerin. Ja, ja. Und eine Lehrerin sagte zu ihr, eine Kollegin, hör mal, dein Sohn steht in Unterhose auf dem Hof. Und dann kam sie und warf mir so James Brown mäßig so ein Handtuch über. Es war völlig abstrus. Sie hat sehr lange nicht mehr mit ihm gesprochen. Mit deinem Vater? Ja. Und wie lange hast du mit deinem Vater nicht mehr gesprochen? Wir haben letzte Woche wieder angefangen. Okay.